Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Faktor Wirtschaft TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die geplante Auszeichnungsveranstaltung musste am 9. November Corona-bedingt ausfallen. Dennoch ehrt die IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern auch 2020 die jahrgangsbesten Auszubildenden. Es sind 41 junge Frauen und Männer aus 34 Ausbildungsbetrieben. Wie schon im vergangenen Jahr kommt aus der IHK-Region auch wieder ein Bundesbester. Leines Max Hoffmann absolvierte bei den Stadtwerken Greifswald ab 2017 eine Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik. Obwohl er schon einen Bachelorabschluss für Geologie in der Tasche hatte, hat ihn sein hervorragendes, bundesbestes Prüfungsergebnis im Beruf überrascht. Andererseits habe ich mich schon dafür bemüht, gute Noten zu absolvieren und zu kriegen. Und das hat vielleicht auch am Ende dann geholfen. Ein bisschen lernen, ein bisschen können. Ein bisschen Glück. Natürlich ist auch der Ausbildungsbetrieb, die Stadtwerke Greifswald, stolz auf dieses Ergebnis. Inzwischen kann man auf 6 Jahrgangsbeste und nun auch einen bundesbesten Azubi verweisen. Es zahlt sich aus, dass man besonderen Wert schon auf die Auswahl der Auszubildenden legt und der Ausbildung einen hohen Stellenwert beimisst. Wir sind bei den Stadtwerken sehr darauf bedacht, dass wir einen guten Draht zu unseren Auszubildenden haben. Nicht nur bei den Wasserversorgungstechnikern, sondern bei allen Ausbildungsberufen. Wir haben ein sehr familiäres Verhältnis unter den Kollegen und den Ausbildern. Und ich denke, das trägt einen guten Teil dazu bei, dass wir doch in der Regel sehr erfolgreich sind in der Ausbildung. Leines Max Hoffmann zieht es nach seiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung beruflich nun nach Stralsund. Er denkt über ein weiteres Studium in der Wasserwirtschaft nach. Am 25. November ist das Neubrandenburger Unternehmen Jamakat GmbH als Landessieger Mecklenburg-Vorpommerns beim bundesweiten Wettbewerb KfW Award Gründen geehrt worden. Die Jamakat GmbH wurde vor 3 Jahren gegründet und ist inzwischen zum größten Spielestudio in MV herangewachsen. Aus allen Bundesländern ist je ein Unternehmen prämiert worden, welches ab 2015 gegründet oder im Rahmen einer Nachfolge übernommen wurde. Mit der Auszeichnung geht auch ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro pro Landessieger einher. Die Preisträger wurden von einer Jury aus erfahrenen Vertreterinnen und Vertretern aus der KfW, Politik sowie Wirtschaft ausgewählt, die unter anderem in Landesförderinstituten und den Industrie- und Handelskammern tätig sind. Seit 1998 prämiert die KfW Bankengruppe Unternehmen mit dem KfW Award Gründen. Beginnend im Juli 2020 konnten sich auch Startups für diese Auszeichnung bewerben. Ende August startete die IHK Neubrandenburg ihr neues Mentoring-Programm Startup and Fly 1+1. Über dieses Programm können Startup-Gründer mit erfahrenen Unternehmerpersönlichkeiten als Mentee und Mentor ins Gespräch kommen. Ob Marketing, Vertrieb, Rechnungs- oder Personalwesen, in vielen Bereichen kann der Mentor mit Wissen und Kontakten weiterhelfen. Alles beginnt mit einem ersten Kennenlerntermin. Er ist der erfahrene Geschäftsführer, sie die junge Start-up-Gründerin. Astrid Grün betreibt den Grüne Gänsehof in Ladentin. Eine artgerechte Gänsezucht mit Direktvermarktung im eigenen Hofladen. Frau Grün erhofft sich vom IHK-Mentoring-Programm Ratschläge und Expertise in den Bereichen Schlachtung und Verarbeitung. Mit Frank Wegner hat sie einen kompetenten Ansprechpartner. Er ist Geschäftsführer der Tornay Landfleischerei, glänzt mit Fachwissen, jahrelanger Erfahrung und guten Kontakten. Ja, also ich verspreche mir eigentlich einen frischen, neuen, hilfreichen Input von jemandem, der eben schon Erfahrung hat in dem Bereich, wo ich eigentlich so do-it-yourself mich so ein bisschen durchwurschtel, überlege, Pläne mache, aber das ist alles so ohne Erfahrung. Und ich glaube, das wäre sehr schön, wenn jemand, der da einfach schon sich auskennt und in dem Bereich tätig ist und gerne auch Input geben möchte, ein bisschen unterstützt. Ich denke, dass die IHK durch dieses Mentoring-Programm einen guten Schritt nach vorne geht, um die Wirtschaft in der Region zu stärken. Wir sind ja auch ein Betrieb, der jetzt 30 Jahre am Markt ist, und ich hoffe, dass wir durch unsere Erfahrung auch den neuen Betrieben helfen können. 7 Matches zwischen Mentor und Mentee sind bereits gelungen. Gegenseitige Sympathie nach dem Kennenlernen vorausgesetzt, werden auch Astrid Grün und Frank Wegner als Mentee und Mentor in weitere Gespräche gehen. Viele Mentoren stehen derzeit bereit,
Sie warten nun auf Jungunternehmer, die auf der Suche nach Rat und Erfahrung sind. Nach alarmierenden Aussichten im Frühsommer ist der Ausbildungsmarkt für die Region der IHK für das östliche Mecklenburg-Vorpommern nun wieder sehr stabil. Trotz der aktuellen Corona-Situation ist die Ausbildungsbereitschaft in vielen Betrieben ungebrochen hoch. Ellen Grull, Leiterin für Aus- und Weiterbildung in der IHK Neubrandenburg, konnte unlängst mitteilen, dass mit 1.350 eingetragenen Ausbildungsplätzen in 106 unterschiedlichen IHK-Berufen Stand 31. Oktober das Vorjahresergebnis erneut erreicht werden konnte. Unter den Auszubildenden befinden sich auch 70 Azubis mit ausländischen Wurzeln aus 23 Nationen. Damit hat sich das duale Ausbildungssystem auch für 2020 als sehr flexibel erwiesen, sogar in Krisenzeiten, um einen perfekten Einstieg in die berufliche Karriere zu ermöglichen. Verstärkt haben sich viele junge Frauen für gewerblich-technische Ausbildungen entschieden. Liebe Zuschauer, damit sind wir auch schon am Ende von Faktor Wirtschaft TV angelangt. Ich hoffe, Sie schalten auch am 18. Dezember zu unserer nächsten Ausgabe wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.